Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht getroffen und gefragt. Nee, niemand weiß es. Und ihr vermutet was? Vermutungen sind Schall und Rauch, das angeht. Nun, welche Hypothese habt ihr dann aufgestellt? Nun, man sagt sich, dass der 13. Erzdämon die Krone eines Tages schmiedete, alle 13 Domänen zu vereinen und zu beherrschen. Und dass sie dann im Folgenden barst und nur noch das traurige Überbleibsel, das Bobarat zu seiner Zeit führte, überblieb. Das ist ihm ja fantastisch gelungen. Und wenn sie geschaffen wurde, um Dämonen zu knechten, so muss auch sie doch geordneter sein als die Essenz, aus der sie kam. Nun, nicht zwangsläufig. Denn wir kennen die Essenz, aus der sie kam, ja nicht. Oder habt ihr jemals chaotische Essenz wahrgenommen, in ihr gebadet, durch sie hindurchgeschritten? Ich glaube nicht. Ich vermeide es, solch nahen Kontakt mit der siebten Sphäre zu haben. Das ist sehr vernünftig. Dann fragt euch allerdings, welche zwei Pole, Quellen, wenn ihr so wollt, für diese Art von Macht, auf deren gibt es. Auf der einen Seite die Erzdämonen und ihre Schergen und auf der anderen? Nun, weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt. Nun, auf der anderen stehen selbstverständlich die 12, 16, wie auch immer ihr zählen mögt, Götter. Nun, aber die solltet Götter... ihr also von der Hand weisen, dass die Dämonenkrone ein Geschöpf, ein Schöpfnis der siebten Sphäre ist, so müsst ihr im Folgenden akzeptieren, dass sie eine Erschaffung der Götter ist. Oder aus einer der anderen Sphären stammt. Keine der anderen Sphären hat bislang etwas auch nur Ähnliches zutage fördern können. Oh, ihr unterschätzt die Macht der Elementare. Und wer weiß, was im Limbus alles ist. Die Elementare, mit denen ihr... Verzeiht, ich hätte beinahe ein beleidigendes Wort gesagt. Umgeht. Voltax sind allerdings in dieser Sphäre verortet. Sie mögen von wo etwas anders kommen, aber ihr habt sicherlich noch keiner gerufen, der nicht erst in der dritten Sphäre war. Nun, das habe ich in wie der Tat wie könnt ihr also als solcher Aussagen über ihre Heimatsphäre treffen, wenn ihr so etwas solches noch nie berührt habt? Nun, das habe ich auch nie gesagt. Meine Aussage war lediglich, die Macht der Elementare ist enorm. Und nicht zwangsläufig muss etwas aus einer... siebten oder achten Sphäre kommen. Nun, woher kommt diese Macht der Elementare denn? Nun, die Macht der Elementare ist durch Sumu gegeben. Die sind die Schöpfung. Alles, was geschöpft ist, ist elementar. Und alles, was elementar ist, ist Teil der Schöpfung. Es ist das Gegenteil dessen, was die dämonische Perversion auszeichnet. Ah, während ihr hier tatsächlich recht habt... Über das Gegenteil können wir uns streiten, was den Wortsinn angeht, aber gehen wir darüber mal hinweg. Sind Elementare allerdings nur der Ausdruck von Sumos totem Leib? Nicht totem. Verzeiht, schlafendem Leib, wenn ihr so wollt. Nun. Ihr müsstet also feststellen, dass Sumo, obwohl schlafend, einen aktiven Willen haben könnte, um einen Gegenstand wie die Dämonenkrone erzeugen zu können. Nun, aber Sumo würde so etwas nicht erzeugen. Was uns wieder zu meiner ursprünglichen Aussage bringt. Wenn ihr von der Hand weist, dass die Götter etwas solches geschaffen haben, was wohl aller Lehrmeinung nach nahe liegt, und von der Hand weist, dass Sumo etwas solches geboren hat, bleibt nur noch die siebte Sphäre selbst über. Auch das ist nicht ganz richtig. Denkt daran, dass es noch weitere Entitäten gibt. Wir haben selbst über den Herrn der Zeit gesprochen und... Der Herr der Zeit, der ein 13 gehörter Dämon ist. Und... dürfte auch nicht außer Acht lassen, dass es noch ihn gab, der Sumu damals in den Schlaf versetzt hat. Das ist eine interessante Hypothese. Ihr seht, man muss hin und wieder über den Tellerrand blicken. Oh, ich versichere euch, ich habe mein ganzes Leben lang nichts anderes getan. Nun gut. Ich bin mir sicher, wir beiden werden noch sehr fruchtbar miteinander zusammenarbeiten können. Wir werden sehen. Nun, falls euch noch etwas zu besagtem Tetraeder einfallen sollte. Was oder? Das angeht, ich kann euch zwar selbst nicht helfen, aber ich bin mir sicher, ein einschlägiges Werk wie der Codex Dimension ist, sollte eure erste Anlaufstelle sein. Wenn ihr denn eines auftreffen könnt. Nun, ich werde mit Abelmir sprechen. Bruderschwester Raphim! Ja.
Aber warum legen wir denn jetzt ab, Bruderschwester? Ich dachte, wir gehen zum Mittelpunkt der Schönheit. Naja. Ja, aber warum segeln wir denn jetzt wieder, Bruderschwester? Ja. Ich würde langsam und vorsichtig rückwärts gehen und immer wieder Ja sagen, wenn er etwas sagt. Ja. Er schlägt die Hände über den Kopf. Jasul, Bruderschwester Diamantis, Bruderschwester Diamantis. Was wohin denn nun wollen schon wir wieder? Denn jetzt? Runter vom Achterdeck. Aber kommt doch bitte hierher. Was ist? Warum bist du nicht auf deinem Posten? Ich will wissen, warum wir nicht nach... Ihr habt 3 Tage davon gesprochen, dass wir jetzt auf Maraskan umherwandeln. Das werden wir auch. Unsere Anreise in den Dschungel wird sich nur etwas verzögern. Mehr musst du zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Aber habt ihr Zars Schönheit denn überhaupt schon einmal gesehen? So nah sind wir jetzt. Und dann brecht ihr ab? Nur weil sie Nora euch nicht empfangen hat und weil euch die Offenbarung der Zwillinge nicht geschmeckt hat. Oder Schwester. Was die Offiziere besprechen und was die Offiziere planen, haben den einfachen Mannschafter nichts anzugehen. Aber bedenkt, dass wir einen Gedanken im Hinterkopf haben. Oh, Bruder, Schwester Isinde, lass hören vom Himmel regnen. Damit fängt er jetzt an, auf dem Oberdeck rum hin und her zu laufen und laut zu den Göttern zu rufen und euch Gehirn zu schenken. Er betet nicht leise, sondern ruft es heraus. Bruder, Schwester Effert, Bruder, Schwester Zar. Ja, ich wende mich zu dem Dukatengardisten. Wenn er neben mir in einigen Momenten nicht aufhört, dann sperr ihn in die Zelle. Ich mach das jetzt auch sofort, wenn du willst. Ja, gib ihm noch einige Augenblicke. Vielleicht beruhigt er sich hier. Ja, du kannst sehen, wie er bereits seinen Handschuh anzieht, damit der Schlag richtig gut wehtut. Ja, ich drehe mich um und grinse noch in mich hinein, weil ich weiß, dass er nicht aufhören wird. Ja, das weiß der Dukatengardist auch. Wenn du dann die Treppe nach oben gehst zum Offiziersachterdeck, dann wirst du schon sehen und hören, wie ihr mit den schweren Schritten auf den Maraskan zugeht. Und dann hörst du den Abbruch des Rufes und ein lautes Ah! Und dann wird er geschliffen. Ja, stelle ich mich auf dem Achterdeck an die Reling, schaue auf die Stadt Sinoda, die wir jetzt hinter uns lassen, und drehe mich dann in Fahrtrichtung auf die Insel Beskan zu. Alles gut, Mann. Ihr habt den Kurs berechnet, Mann. Gar nicht so schwer, Mann. Man kann sie schon sehen, Mann. Wie viele Seemeilen sind das von hier? Wenige. Hast du die Karte gesehen? Weißt du, wo genau wir anlegen müssen? Das Kreuz auf der Karte habe ich gesehen, Mann. Ich habe den Kurs berechnet. Nicht mehr als 1,5 Stunden, Mann. Gut. Ich hoffe nur, dass es an der Stelle ist. Mehr kann ich auch nicht tun, Mann. Dann müssen wir uns wohl auf die Information der Maraskanerin verlassen. Ich sag dem Ausguck, er soll die Augen offen halten. Wir können hier jederzeit mit Piratenschiffen rechnen. Ja, alles klar, Mann. Gut, was möchte derweil Zulamin tun? Zulamin geht nochmal zu Abelmir zurück. Ach, Abelmir, tut mir leid, ich hatte es vorher vergessen. Ich wollte euch noch mitteilen, dass ich, wie gewünscht, Serpentilio de Lazar und diesen Ortomol vereidigt habe. Gut. Verbunden mit dem feinen Hinweis, dass es zu ihrem Besten ist, denn wir haben ja gesehen, was das letzte Mal passiert ist, als jemand unvereidigt hier auf dem Schiff unterwegs war. Ja, das wissen wir wohl. Nun, hoffen wir, dass sie sich gut einfügen in die Mannschaft. Ich hoffe, wir sind diesen Mörhammer bald los. Wie geht es euch, Abelmir? Ihr seht müde aus. Es muss weitergehen. Ich glaube, der schwerste Teil steht uns noch bevor. Was ich so gelesen habe vom Friedhof der Seeschlangen, lässt mich erschaudern. Ich habe noch einmal mit Netia und Magistra Kohlraab über das Thema Pforten des Grauens gesprochen. Und nach dem, was sie sagen, kann
kann ich kaum glauben, dass wir es in Janka geschafft haben und habe ernste Zweifel, ob wir dieses Hexenstück wiederholen können. Nun, es sind 3 Pforten, soweit ich lesen kann. Ich glaube, wir müssen sie eine nach der anderen zuerst einmal untersuchen. Ich hoffe, wir haben die Zeit dafür. Nun, wir werden sehen müssen, wie die Lage dort ist. Fühlt ihr euch dem gewachsen, dem dreifachen Ansturm von Erzdämonen? Spielt keine Rolle, Abelmir. Jemand muss es tun. Und ich kenne niemanden, der dazu eher befähigt wäre als, nun ja, wir. Nun ja, hoffen wir, dass es reicht. Gut. Habt ihr Lösungsvorschläge, wie wir uns die Nähe der Dämonen vom Hals halten können? Die direkten Auswirkungen mindern? Nun, ich habe euch die beste Hilfe verschafft, die ich mir vorstellen kann. Ich habe euch Serpentilio de Lazar gebracht. Nun, er ist vielleicht Experte für Dämonen, aber ihr kann versucht werden, ist euch das klar? Natürlich kann er das, wie wir alle. Aber ich denke, er ist dagegen gefeit. So gut man dagegen eben gefeit sein kann. Und ich kenne ihn noch nicht lang genug, um das zu beurteilen, aber falls nicht, wisst ihr, wie wir zu verfahren haben. Es gibt keine Rettung. Nun, wisst ihr, er hantiert schon den größten Teil seines Lebens mit Dämonen. Ich denke, wenn er so weit gekommen ist, nun, wird er eine gewisse Willensstärke haben. Nun gut. Ihr habt ihn gebürgt. Und dazu stehe ich. Falls er nun ja scheitern sollte, dann machen wir kurzen Prozess. Keine Befragung, keine Gefangennahme. Wir exekutieren ihn an Ort und Stelle. Wenn er einen Pakt eingeht, ja? In der Tat. Nun, das ist das, wofür ich meine Hand ins Feuer gelegt habe. Gut. Manchmal haben, nun ja, eure, nennen wir es, Freunde, eure Mitgeweihten, diesen seltsamen Hang, ihre Seelen retten zu wollen. Ich habe das schon einmal erlebt. Oh, er ist auf vielen Ebenen ein interessanter Mann. Und ich gebe zu, den Gedanken, ihn retten zu wollen, auch einmal gehabt zu haben. Aber das ist sehr lange her. Ich denke, ich bin über diesen Punkt hinaus. Aber da ihr die Sprache auf meine Brüder und Schwestern brachtet, ich habe an Chiaras Carinor geschrieben, um nun ihn in Kenntnis zu setzen. Nun, das ist eine gute Idee, aber ich weiß nicht, wie lange dieser Brief brauchen wird, um von hier nun ja nach Al-Anfa zu gelangen. Wahrscheinlich einige Wochen. Ja, ich habe auch ernste Zweifel, aber nun auch Leonidas Brief hat uns irgendwann erreicht und ich denke, er hat ein Recht darauf, es zu erfahren. Ich habe allerdings die Details ausgespart. Nur für den Fall, dass der Brief doch in falsche Hände fallen sollte. Gut. Nun, ich denke, wir werden ihn bald wiedersehen. Ich denke, wenn wir nach Salem und nach Kanaminde reisen, spätestens dann. Nun, Chiaras Carinor ist mir sicherlich ein lieberer Verbündeter als dieser Kotnas Hahn. Aber so die Götter wollen, wird auch Kotnas Hahn uns unterstützen. Aber er ist ein zweifelhafter Verbündeter, wie so viele von uns.
Ist euch aufgefallen, Abelmir, dass wir in erster Linie Piraten auf unserer Seite zu haben scheinen? Ich habe es festgestellt und es betrübt mich ungemein, dass nicht mehr 12 Göttergläubige auf unserer Seite streiten. Werdet ihr eigentlich? Die sind alle in ihre Intrigen und Kleinigkeiten vertieft, sodass sie das große Ganze nicht aus ihren Augen verlieren. Und sagt, werdet ihr eigentlich auch gesucht in Perikum? Ich weiß, dass Yalan gesucht wurde, aber bei euch bin ich mir nicht mehr sicher. Ich fürchte schon, ja. Ich hänge da mit den Umständen zusammen. Ich half damals Yalan und ein paar andere aus dem Gefängnis befreien. Eine lange Geschichte. Ja, ich denke, das erklärt das. Nun, aber die Flotte, die in Perikum liegt, wäre wohl... Nun ja, aber nicht unter diesen Umständen. Ich denke nicht, dass sie uns jetzt zur Verfügung steht. Die stehen dem Admiral viel zu nah, als dass die Admiralität in Perikum uns Schiffe zur Verfügung stellt. Die sind spinnefein, die sind überkreuzt, könnte man sagen. Na, dann sollten wir vielleicht auf übernatürliche Hilfe hoffen. Wir haben von... Jemand hat nicht keine Dämonen, oder? Nein, ich spreche von dem Alvaranyar, von dem wir gehört haben. Den Orchenkönig? Dem Blutrochenkönig. Ich bin nicht sicher, ob das dasselbe ist. Wir sollten dieser Sache nachgehen. Ich bin sicher, er wäre ein mächtiger Verbündeter und einer, der nicht in irgendwelche weltlichen Intrigen verstrickt ist. Nun, aber wir haben keinerlei Hinweise zu seinem Aufenthaltsort, zu seinem Gefängnis, soweit ich verstanden habe. Ah, mir kam da ein Gedanke. Und zwar Wilbur von Rabenmund, den wir in Janka zurückgelassen haben. War er nicht auf dieser Expedition? Ja, soweit ich weiß, ja. Nun, dann sollten wir ihn fragen. Und Zudamin lächelt dir zu und wendet sich zum Gehen. Ich schaue etwas missmutig hinterher. Geh dann hinterher und schließ die Tür vor mir und schließ sie ab. Dann die Frage, Rafim, hast du noch etwas vor? Im Prinzip nicht. Mein Plan war, mich darauf vorzubereiten, dass wir abreisen. Das machen wir jetzt ja nicht. Und ich habe auch mit Connors Hahn eigentlich nichts zu besprechen. Also möchte ich den Maraskanern so gut es geht aus dem Weg gehen. Das ist mein Ziel. Ja, okay, also du warst auf alle Fälle Hauptansprechpartner noch vor Diamantis als 1O, einfach weil du für die Sicherheit zuständig bist und dementsprechend gefragt hattest, was man alles braucht. Und sie hatten dir dann schon von den heiligen Zahlen erzählt, von der 2, von der 4, von der 8, von der 16 und dementsprechend kann man schon verstehen, warum du wirklich genervt bist und einen rauchenden Kopf hast. Und vielleicht kannst du mit einem kleinen Grinsen oder so noch dabei zusehen, wie Diamantis dann den Befehl gegeben hat. Du hast gesehen, wie einer deiner Dukatengardisten den laut plärrenden Maraskaner eins in die Schnauze gegeben hat und dann unter Deck gezerrt hat. Ja. Und ja, kannst dann so der Dinge harren, dich noch mit deinem Waffenmeister unterhalten, mit demjenigen, der dich die ganze Zeit schult, mit Major Thiomat Reichsperger. Der ist immerhin sehr still, sehr schweigsam und nur wenn man was von ihm will, dann antwortet er auch sehr zielstrebig. Also ein sehr angenehmer Gesprächspartner, gerade für deine jetzige Laune. Ein sympathischer Mann. Gut, Abelmir, hast du noch was vor? Ja, nachdem ich die Tür verschlossen habe, kram ich mal in meiner Kiste rum, die unter meinem Bett steht, öffne vorsichtig die Verschlüsse und kram aus einem Geheimfach die Sphärenlinse und betrachte sie sinnend und nun, welche Geheimnisse kannst du mir zeigen am Friedhof? Ich frage mich, ob das Sphärentor auf der Seite der Dämonen wohl anders aussieht als hier und soll ich es wagen? Ach, schauen wir einmal.
Und ich würde die Kiste, diese Sphärenlinse dann an mich nehmen, an meinem Körper, in meine Tasche stecken und die Kiste wieder verschließen. Und dann die Tür wieder aufschließen und an Deck gehen wahrscheinlich. Du kannst ein merkwürdiges Pochen hören, als würdest du ein zweites Herz an dich genommen haben. Und ein leichtes Ziehen in Richtung Norden. Ja, ich würde den ersten Tag nichts Besonderes verbringen. Ich würde bei meinem Balsam langsam aufladen über die Zeit halt, aber sonst nichts weiter großartig tun jetzt. Ja, die Reise in Richtung Beskan ist ja auch nur 1,5 Stunden. Aber kannst das auf alle Fälle tun. Serpentilio, hast du noch selber irgendwelche Dinge? Tatsächlich ja, wahrscheinlich schon während ich, ich war schon nicht dran, während ich mich vom Boltax dann habe ablenken lassen. Ich wühle nochmal durch Canas Eternas jetzt in meinen Alchemistenlabor. Was liegt hier so rum im Sinne auf Papiere? Also ich versuche irgendwie einen Übersicht über die Rezepte und Bücher und hast du nicht gesehen zu bekommen, die er hier gelassen hat. Rezepte? Zum Beispiel persönliche Notizen? Kaum. Also ja, persönliche Notizen hat er in einer sehr krakeligen Handschrift. Aber Rezepte selber hat er nicht. Das hat er höchstwahrscheinlich alles im Kopf. Okay, dann sortiere ich das halt auf Stapel im Sinne von, kommt von ihm, kommt von Sulaimin, kommt von Boltax etc. Die fragt ja auch nach ihren hier, Tagebüchern. Tagebuch, ja. Wirst du darunter auch nicht finden. Okay, ist das alles von ihm, was hier geschrieben wird, oder finden sich auch die Tagebücher der anderen hier? Ja, Tagebücher von Mannschaftsmitgliedern, die du auch selber nur so noch nicht kennengelernt hast, die dann zurückzugeben, kannst du so gar nicht, das müssten dann andere Leute machen. Ich glaube, ich werde die einfach dann irgendwann, also wenn wir wieder kommen, zu Abel mir bringen. Ja, die von uns wirst du dort nicht finden, die hat Boltax nämlich momentan. Die hat er ihm ja mal geklaut. Und es geht nur halt darum, Canasetianas Zeug von nicht Canasetianas Zeug erstmal zu trennen. Ja, also er hat auf alle Fälle einige Mitschriften, Notizen, aber nichts zu dem Spiegel und nichts zu alchemischen Rezepten. Nun ja, gut. Und dann, wenn auch das, werde ich halt aufräumen. Ja, damit hast du auf alle Fälle gut zu tun. Und zwar hatte Abel mir selber schon ein bisschen aufgeräumt, als er dann auch abgeschlossen hatte. Aber du musst dich ja halt trotzdem erstmal zurechtfinden, wo stehen die Fläschchen, die Tiegelchen, der Mörser, der Pistill und so weiter. Ne? Und da dann sich in so einem neuen Labor zurechtzufinden, ist natürlich immer schwierig. Aber du ziehst dann die einzelnen Schubladen auf, wischst nochmal drüber, versuchst irgendwelche Krümel oder so, die irgendwo rumfliegen, noch abzumachen, weil du halt nicht weißt, was das genau für Krümel sind. Sortierst dann die Öle, die wässrigen Lösungen und hast da auf alle Fälle ein bisschen was zu tun. Okay. Gut, dann nach 1,5 Stunden könnt ihr sehen, wie die Insel der Affen größer und größer wird und ihr gemeinsam mit Kapok und eurem Steuermann in die Richtung fahrt, in die gewiesen wurde. Ihr nehmt das eine oder andere Segel raus, sodass ihr dann nur noch mit sehr langsamer Geschwindigkeit vorankommt. Die Insel ist rot, wie der Rest eben auch, dicht bewachsen und bewuchert. Viele Affen, die ihr in den Bäumen erkennen könnt, die auch unheimliche Größe besitzen und euch dann mit einem finsteren Blick hinüberstarren und auch das eine oder andere an Dingen schmeißen. Euch wohl allerdings nicht erreichen, weil ihr noch nicht so sehr nah seid, aber der Versuch der Affen ist auf alle Fälle gut gelungen und Rafim wird schon seinen Respekt bekommen, wenn er dann die Männchen und die Weibchen dazu sieht, die tatsächlich ihn überragen. Mit einer großen, haarigen Brust, wie sie dich dann da betrachten, abschätzt sich auch die anderen. Und so fahrt ihr und fahrt und fahrt und sucht. Und es dauert, irgendwann wird dann Kapok und auch Dottore wird dann an Diamantis herantreten. Verzeiht, wir finden hier nichts. Sollen wir die Insel einmal umrunden oder sollen wir hier Halten machen? Wir finden hier zumindest nichts, was auf ein Versteck deutet an diesem Kartenbereich. Kapok hat das relativ gut eingegrenzt. Ja, Mann, Kreuz auf einer Karte, aber da sind wir, Mann. Das ist also der Punkt hier? Ja, Mann. Oder sollen wir was anderes tun, Mann? Ja, hier muss es doch irgendwo eine Bucht geben, wo man einfahren kann. Aber ich sehe nur Felsen und viele Bäume und noch mehr Affen, Mann. Ah, Felsen. So hat er es also gemacht. Na, es wird hier sicherlich eine schwer zu passierbare Passage geben. Bring uns so nah wie möglich daran. Wir müssen die Küste im Auge behalten und schauen, wo denn hier der Eingang sein soll. Ist sicher nicht für jedes Auge ersichtlich, aber wenn das Kreuz diese Stelle markiert, dann wird das hier auch irgendwo sein. Gib mir meine Sinnesschärfe Probe plus 18. Vielleicht haben wir es hier mit einer Illusion zu tun.
Das tue ich und ich gebe dir zusätzlich Meisterhandwerk. Was ist das da? Das Fernglas gibt mir nochmal eine minus 7. Nee, Fernglas gibt's nicht. Gibt's nicht? Ist keine Entfernung. Okay. Dann. Sekunde, Sinneschärfe ist da, dann packe ich. Ja, warum der Geiz? 6 ASP rein, um meinen Wert auf 24 zu boosten. Ja, 4, 6 sind 12 mehr. Plus 18.